Was geht ab, meine Echten? Herzlich willkommen zu einer neuen Hood-Folge. Heute sind wir mal wieder endlich nach Frankreich gekommen. Und zwar sind wir heute in Straßburg. Und wir haben ein paar Jungs dabei. Kommt mal mit, ich stelle euch vor. Bruder, du stehst so weit abseits. Wie geht's? Ça va? Ja. Ich mach hier Bioko. Wir haben heute richtig was für euch auf Lager. Ja, mein Bruder, gut. Bruder, begrüßt die deutschen Zuschauer. Salut tout le monde. Ici c'est le Port du Rhin, voilà on est à Strasbourg. Merci à Cameo, il est venu pour nous filmer, pour faire un beau reportage, Inch'Allah. Aïe. Ich werde euch kurz erzählen, was wir heute parat haben. Also, die Jungs veranstalten seit einiger Zeit hier in diesem Block sozusagen Hoodfights. Was aber ganz wichtig ist, die machen das nicht. Also die Leute, die kämpfen, sind auf jeden Fall auf einem professionellen Level. Aber es ist nicht so, dass die Jungs angefangen haben, um damit irgendwie Fame zu werden. Sondern ihr habt einfach angefangen, für euch euer ganzes Leben eigentlich hier in dem Viertel immer Kämpfe zu veranstalten. Richtig? Genau. Genau. Und das werden wir heute auf jeden Fall auch zeigen. Aber bevor wir das machen, laufen wir durch den Block. Wir haben viele Geschichten hier aus der Hood von den Jungs. Alles, was ihr von Hood-Folgen kennt, werdet ihr in diesem Video bekommen. Wir gehen jetzt los und dann packen wir einige Geschichten aus und wir zeigen euch mal wieder, was in Frankreich abgeht. Bam! Hier ist Porterat, Straßburg, Rheingebiet, direkt an der Grenze. Hier ist der erste Kontakt zwischen Deutschen und Franzosen, die was erreichen wollen, die was reißen wollen. Was heißt, was erreichen wollen? Ja, also wenn du jetzt aus Deutschland bist und du willst was billiges Material bekommen, dann ist hier die erste Adresse. Okay. Hier geht man hin. Das heißt, es gibt sozusagen oder gab immer schon viel, sage ich mal, sozusagen Tourismus für bestimmte Substanzen über die Grenze. Ja? Und die Jungs hier auf der französischen Seite haben im Grunde genommen die Jungs aus Deutschland sozusagen immer versorgt. Ja? Genau, herzlich willkommen geheißen. So okay. Ja. Ich habe gesehen, dass da überall Kameras installiert sind. Ne? Genau, hier wird schon richtig überwacht. Da vorne auch, ja. Und hier wissen auch die Leute, was abgeht. Okay, also genau. Sagen wir mal so, die Offiziellen, die Behörden wissen Bescheid und genau, so. Genau, weiß jeder Bescheid. Und wie können wir uns das vorstellen aus Deutschland, so auch die Seite hier von den Franzosen? Ist das so, wie wir es aus Frankreich kennen, dass die Viertel auch so im Stich gelassen werden? Genau. Und viele Leute aus Maghreb-Staaten, Afrika und so halt hier in den Vierteln genau. leben? Definitiv. Ja. Also viele Leute kommen ja wirklich aus Departements. Ja. Hier ist alles Multikulti und deswegen, man sieht hier alle möglichen Nationalitäten, auch wie die Nationalitäten hier zusammenleben. Also hier die Eingänge, wie ihr seht, sind fast alle offen. Okay, lass mal gucken gehen. Ja. Das wenn halt auch was ist, dass man auch in die Häuser verschwinden kann und die Hindernisse. Okay. Das heißt, es ist sozusagen, die Hood kann man auch sagen, hält zusammen, ja? Hält zusammen komplett. Okay. Wenn hier die Polizei kommt, hört man... Hört man die Leute schreien? Port du Rhin, à Strasbourg, ici tu peux fumer, tu peux taper, tu peux faire ce que tu veux, mon pote. Allez, komm, mein Bruder. Okay, das ist jetzt sozusagen einfach ein Musikstudio, was ihr euch aufgebaut habt. Genau. Ne? Und alle Jungs aus dem Viertel sozusagen chillen hier? Genau, alle, wir sind alle immer hier, wir treffen uns. Ne? Okay. Also, das ist unser Treffpunkt sozusagen auch vor den Kämpfen. Treffen wir mal, lassen wir mal die Kämpfer hier reinkommen und dann klären wir das alles. Der Fitti hier, was ihr gerade seht, ne? Das ist, es geht um Mohammed, der wurde 50 Messerstiche, 19-jähriger Algerier von einem Marokkaner, ne? Wie jeder weiß, Marokko, Algerien sind Nachbarländer, abgestochen. Ne? Also das ist auch immer was Wichtiges, damit ihr Bescheid wisst. Das heißt, das war ein Junge, der auch hier einfach aus dem Viertel kam. Genau, ne? Das war einer sehr, sehr, sehr präsent im Viertel. Ne? Hat ja auch da rechts und links ein paar Sachen gemacht. Gab es dann Dings, gab es dann auch, sagen wir mal, so Racheaktionen oder sowas? Genau. Anschließend wurde der Typ dann im Knast um sich gekümmert, würde ich jetzt einfach okay, sagen. Okay, ich verstehe. Ich meine. Ja, alles klar. Wie ist das allgemein so, wenn man betrachtet, die Jungs, die alle hier sehen, ist hier auch so der Knast rein, Knast rausmäßig? Der Bruder hier hat von Marokko geschmuggelt und zwar, hat sehr viele Kilos mitgenommen, hat in Marokko gesessen, insgesamt 9 Jahre in seinem Leben. Explique un peu ton vie, comme ça, t'as vu, Marokko, les shit et tout. Moi, au début, je ramenais les shit ici, j'ai fait beaucoup de conneries, j'ai fait beaucoup de bêtises. J'ai ramené le shit du Maroc jusqu'à ici en France. J'ai fiché Interpol. T'as 9 Jahre am Stück gesessen? Nein, 9 Jahre am Stück, immer so. Aber wie viel hat er in Marokko gesessen? Ich konnte viel Maghreb scheißen, ich konnte viel Hebsen. Ah, aber weißt du nicht? 4 Jahre. Sag mal den Unterschied zwischen Knast in Frankreich und Marokko. Gullik, die Differenz, Hebs diel Maghreb und Hebs diel France. Ah, Marokko, sehr gut. Wirklich? Marokko, du Geld, kein Problem. Du King.
Ach so, wenn du Geld hast, kannst du praktisch Leute genau. schmieren, aber in Europa King, ist dann herber. Tut ging, alles kommt. Dominus Pizza, Kebab, alles, okay. alles. Wie ist so das soziale Gefüge auch hier mit den, mit den, mit den Menschen? So Arbeitslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also Hoffnungslosigkeit und Arbeitslosigkeit gehen hier Hand in Hand. Aha. Auf jeden Fall. Ja. Nur die Leute hier halten zusammen. Okay. Das ist hier wie eine Familie. Ja. Die Leute kennen sich. Ja. Genau. Das heißt, man hilft sich auch gegenseitig. Man hilft sich gegenseitig. Ja. Man steht hier auch auf der Straße, man unterhält sich die ganze Zeit. Ja. Man sieht keine Hautfarbe. Es geht immer was ab. Ja, ja, ja. Das ist mein Frère, das dreht sich. Pas d'argent, c'est la hesse. On vend, ça vend du bédo, de la baille, tout. Voilà, merci. Ça chante aussi. Ça chante, ouais, je chante aussi. Va sur Insta, dose, dose. Insta, c'est moi, dose, dose. Man ist sozial, ja, ja. Hier, nichts sozial. Okay, aber diese Seite ist alles sozial. Ja. Diese hier ist sozial. Okay, okay. Aber du rief, zwei rief. Okay. Verstehen? Ja, ich verstehe, sozial, ich verstehe. Hier. Ja, sehr ja. Gute Monet, là-bas. Wenn, sagen wir mal, auf der anderen Seite die Leute mit Geld wohnen und hier so, fühlt man sich so auch ausgestoßen irgendwie also, oder so? Also definitiv, du musst dir vorstellen, es gibt viele Leute, die bleiben wirklich nur in deren Viertel. Die gehen gar nicht in die Stadt, weil die kennen noch nichts anderes, ja? Ja, ja, ja. Und man merkt das wirklich auch in der Schule und die Leute in der Schule zum Beispiel, wie Sidi und so, wenn die mir das erzählen, ich war ja auch mal hier auf der Schule, dann merkst du das wirklich, dass die gehobenen Leute einfach, ja, die sind einfach ganz anders, die chillen auch nicht mit uns alle, ne? Das ist okay. Wirklich, Vierteljungs hängen mit Vierteljungs ab. Wir haben hier Tête de la Quartier, das heißt, der Kopf des Ghettos sozusagen, ja? Ist das auch so ein Begriff, den es überall in Frankreich immer gibt? Ja, ja. Für den Boss sozusagen? Ja, ja, genau, okay, das ist Slang, also wenn du sagst Tête de la Quartier, die wissen sofort, okay, das der Kopf der Bande, weißt du, der Kopf des Ghettos. Ja, ja, und da hatten wir einen krassen Typen gehabt, ja, der heißt Bulis. Ja. So, der Typ war wirklich ein sehr, sehr ein Baron, also das Weiße, was du da gerade auf dem Boden siehst, ne? Was ja, du meinst? Ja, ja, ja. Und ja, also es kam wirklich zu dem Punkt, dass er wirklich sehr viel Geld gemacht hat, aber irgendwann hat er eine Frau gehabt, also wenn du halt Business machst, dann kommen die wollen dein Brot nehmen, etc. Ja. Und wenn sie dich nicht kriegen, dann nehmen sie das, was du liebst. Ja. So, da haben sie versucht, seine Frau zu entführen. Mhm. Und sie hat dann leider natürlich das Baby da verloren, ne? Von Tête de la Quartier. Der ist nicht mehr okay, weißt du? Richtig dünn geworden, Bro. Ja, ihr möcht. Ich war ja ein, ich wollte nicht payer. Dann Kindermann kommt. Opa, kein Geld. Okay, ich warte, ich komme. Komm, direkt. Was ist crazy, man? Okay, ich verstehe. Viele Leute dadurch, dass sie, sagen wir mal, so wenig Geld haben und sowas, die Leute überleben immer, aber es gibt auch Leute, sage ich mal, bei denen ist irgendwann so eine Grenze überstritten, dann drehen die durch und machen halt naja, Sachen, die man dann eigentlich nicht machen sollte, wie sowas, ne? Ja, okay. Leider Gottes, ne, gerade in solchen Brennpunkten. Das ist ja die Grenze. Ja, das ist ein kleines Ghetto, aber sehr, sehr bekanntes Ghetto. Ja. Ja, weil hier ist einfach der Umschlagsort von Deutschland, Frankreich. Ja, ja. Und genau, viele das Leute heißt, kennen das. Das heißt, das ist eine Position, sage ich mal, wo viele Leute auch ein Auge drauf machen. Genau. Weil es die letzte Instanz sozusagen ist, ne? Genau. Okay, verstehe ich. Ja. Hier, der Kollege ist hier dafür zuständig, der hat eine Trillerpfeife und mit der Trillerpfeife kann er warnen. Wofür hast du die Pfeife? Und ich gesehen etwas, wo ist nichts normal. Ich das waren meine Ohren. Alle Leute okay. Alerten. Was heißt nicht normal? Polizei? Ja, alles. Enemies. Alles. Alles. Okay, Leute, ja, das ist einer von den Hinterhöfen hier sozusagen. Ne? Aber das ist ein ganz besonderer Hinterhof, denn hier finden auch die Hoodfights, die die Jungs veranstalten, statt. So, wir sind hier. Hier finden unsere Hoodfights statt. Wie gesagt. Kein großes Ambiente, wir brauchen das nicht. Hier werden Männer gemacht, wir sind Männer, wir kämpfen hier. Wir bleiben hier auch liegen vielleicht, egal. Hoodfights, Frontier, Respect of the Street. Das heißt, das werde ich Respekt, Bro. Unten in der Beschreibung auf jeden Fall werdet ihr den Link finden, könnt ihr euch was anschauen. Da werden in Zukunft richtig krasse Fights kommen, weil bei Instagram, wo man jetzt noch viele Fights sieht, wenn ihr das auf YouTube übertragt, glaube ich, wird das auf jeden Fall ein erfolgreiches Format, weil das noch ein bisschen anderen Vibe hat irgendwie als das, was man sonst kennt. Ich meine, da gibt es ja andere erfolgreiche Formate schon, aber hier hat das nochmal ein bisschen anderen Touch irgendwie so. Ist auf jeden Fall krass, Leute, solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Wie gesagt, noch einmal für euch die Atmosphäre. Ich glaube, das ist eine sehr schöner Hintergrund für solche Fights, Leute. Ne? Checkt das auf jeden Fall aus und jetzt geht's weiter. Gut, jetzt sind wir hier zur nächsten Ecke gekommen. Bruder, kannst du einmal sagen, wo wir hier sind oder wo, dass hier die Leute wissen? Genau, wir sind einmal City Lidl. Das ist ein sehr bekannter Platz. Ne? Wie ihr seht, alle Leute sind hier. Ja. Bendo, ne? Das ist in der deuxième quartier, das ist City Lidl.
Richtig, und zwar hier, die sind hier im Laden, wie ihr seht, ne? Die sind nordafrikanische stämmige Leute, die natürlich auch viel Substanzen, sage ich mal, hier rechts und links verteilen, ne? Ja. Ganz klischeehaft, neben Obstladen, ne? Du bist ja auch viel in Deutschland. Ist ja klar, die Leute chillen bei uns auch auf der Straße, aber hier in Frankreich ist das schon ein bisschen anders. Ne? Hier findet so, sagen wir mal, 80-90% des Tagesablaufs von den Jungs findet hier einfach vor den Laden statt und das ist so deren Leben. Ne? Also die sind da wirklich aufgrund sehr hoher Arbeitslosigkeit. Ne? Ja, ja. Sind die Leute dann hier am Chillen, ne? Versuchen da irgendwie 1-2 Euro, weiß ich was ich meine, zu machen. Ja, ja, ja. Deswegen versteckt sich, wie du siehst, der versteckt ja schon sein Gesicht, ne? Ja, ja. Weil man darf ihn nicht sehen. Okay, ich verstehe. Il y a des gens qui se lèvent très tôt le matin pour charbonner, que ce soit dans Hell ou dans le Haram. Et ouais, franchement, c'est la place forte. Là, je fais du lit sur ce market. Ich habe ihn gefragt, was machen denn die Leute hier? Was ist denn? Ne? Wie gesagt, die versuchen dann hier irgendwie Geld zu machen. So Leute, die jetzt wirklich außerhalb von der Gesellschaft sind, chillen hier. Okay, okay. Die sind jetzt nicht wirklich, also die Leute, die jetzt ein bisschen sauberer und etc. Die hängen ab in der Stadt, weißt du? Il faut quand même que l'Allemagne sache un truc. C'est que ici, en termes de qualité, on peut retrouver la qualité de Hollande ici. Ah, was er sagt? Was man hier findet, wir finden hier die gleiche Qualität wie in Holland. Okay, ich verstehe. Mais ça, c'est un secret. J'ai compris, mon gars. Montre-la. Kann er ruhig, ich muss das verdienen. Il y a de tout, ma gueule. Voilà, il y a de tout. Ici, meilleure qualité de Strasbourg. Le vrai, mon gars. Bon! Ich habe mir schon gedacht, was ist in dieser Tüte? So, die Jungs machen hier natürlich ihr Business. Ciao, Monka. Ja, Torta. Ein bisschen zeigen, dass wir zeigen, dass wir natürlich reason, ne? Es gibt ja viele Leute, die reden. Bref, comme dit, voilà, frère, là, on est dans un vendeur de la cité. Je vous présente un ami à moi. Il est 400 coins avec lui. Il est ici, pareil, il est très connu. On a fait, voilà, frère. C'est des gangs de shit, man. Der junge Mann ist sehr bekannt. Ja. Es ist auch, wie man sagt, Tête de la Quartier, ein Kopf der einer Bande, der sehr viel hier erreicht hat. Guck mal, ich bin ein Kopf kleiner als er. Er ist noch ein Kopf kleiner als ich, aber er ist trotzdem der Kopf. Policiers ici, hélicoptère. 600 policiers hier im Ghetto. Mit Helikopter. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris tout le monde. Ja, mir mitgenommen, pourquoi? Ils ont trouvé des chiens. Association de malfaiteurs, frère. Ils ont embarqué tout le monde. Genau, und zwar war eine ganz große Razzia-Aktion, weil das Viertel sehr, sehr bekannt ist, dass viele Leute in Sozialwohnungen sehr viel Geld machen. Haben sie komplett alle Wohnungen rausgenommen. Et venez voir ici, il y a quelqu'un qui est mort aussi ici. Venez voir. Komm. Ici. C'est bon, il y a la lumière? Ici, c'était des gars qui traînaient les Tchétchènes. Et ils ont fait une bagarre, il est mort là-bas. Und hier war die Schlägerei und hier ist jemand gestorben. Weißt du, was ich meine? Und das war diese Bandenkriege mit Tschetschenen gegen nordafrikanische Sachen, genau wie ich gerade erklärt habe. Il est mort là-bas. Und er ist dort gestorben, in dem Platz. Okay, krass. Ça arrive. Tout le monde, il va mourir, non? Jeder wird sterben. Voilà, mais faut rester un... Un bonhomme. Voilà, un bonhomme. C'est vraiment mal. Partir comme des bonhommes. Ok,
Okay, Leute, jetzt sind wir hier zum nächsten Viertel in Straßburg gekommen. Dieses Viertel heißt Au Pair, kommt mit. Okay, das ist sozusagen jetzt der nächste Block, den wir zeigen können, ne? Ja. Hier haben die auch einmal die Fassaden neu gemacht wahrscheinlich, ne? Genau. Aber das ist sehr bekannt, wo? Für Straßburg auch. Sehr, sehr bekannt eigentlich, sehr. Das ist ein feindliches Bezirk, ne? Also jedes Viertel steht für sich, ne? Und Au Pair ist sehr, sehr bekannt, ja? Wir haben auch hier einen Rapper, der sehr bekannt ist, Larry. Könnt ihr mal googeln, YouTube, sehr viele Klicks. Gehen wir mal rein, und zwar, wie der Max gerade erklärt hat, die Fassaden sind ein bisschen neu gemacht, aber innen drin ist immer noch halt mega dreckig, ne? Und das zeigen wir euch hier. Die Stadt versucht hier auf jeden Fall immer wieder was schön zu machen von außen. Aber da ist schon wieder die Pfeife. Warum gerne. Pfeifen die jetzt? Weil wir da sind? Wir sind keine Polizei. komm. Alles doch, dann kommt hierher. Kurs. Und dann ist weg hier. Avant à l'époque ici c'est beaucoup de problèmes. Tu vois, il y avait beaucoup de problèmes. Ouais. Mais maintenant, ça va, tu vois comment. Alors, früher war das ein richtiges krasses Problem. Bezirke, ils font du rap, ils font mittlerweile hat es ein bisschen alles sozialisiert, ne, mit den Straßenbahn, was alles da gekommen ist, etc. Ja, ja. Und also jetzt rap, versuchen die Leute auch ein bisschen mehr Rap, ein bisschen Musik, mit dieses Kaschut zu repräsentieren. Ja. Also ist alles relativ ruhiger geworden. Also Port-Jurin, il est toujours allé avec le Pierre, tu vois, parce qu'il ne peut pas être. Mais Au Pair et Port-Jurin, c'est longtemps, c'est toujours des extrêmes. Genau, so, was hier der Bruder gerade erklärt, und zwar, ihr müsst euch vorstellen, viele Viertel sind verfeindet, ja? Ja. Die Leute bleiben nur in deren Bezirken, wirklich, ne? Ja. Also das heißt, wenn die jetzt, gehen jetzt auch nicht mal in die Innenstadt, weil wenn die jetzt jemanden von einem anderen Bezirk sehen, ja, gibt's halt Beef, ne? Deswegen haben die auch sofort über die Trillerpfeife Bescheid gesagt, dass fremde Leute da sind. Und das ist auch relativ groß, ne? Also wenn man jetzt mal hier rüber schwenkt, ne? Also geht von hier vorne über den ganzen Block auch mal bis noch da größer, hinten, ne? Ja, noch größer. Also, das ist nur ein Abteil, so, ja, der bekannteste hier. Die Drogenschlagplatz. Ja, plein Mai. Ja, plein Mai. Viele Leute, die hier viel Geld machen, viel dreckige Sachen. Ja, 5 oder 6 Mai ist es. Ja, Privé, ja, Ghetto, Sozial. Genau, es gibt halt viele verschiedene Bereiche, das wurde gerade erklärt. Und zwar, es gibt viele private Wohnungen, aber das sind wirklich hauptsächlich Sozialbauen. Sozialwohnungen, ja. Sozialwohnungen, ja. Was würde, sagen wir mal so, wenn man jetzt sagt, es gab oder gibt Feindschaften, was würde passieren, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, alleine vom anderen Block da ist? Bro, ich kann zum Beispiel eine Geschichte erzählen. Ja, es war, ich bin letztens war ich in Neuhof gewesen, ich war alleine und dann kamen da zwei Motorräder, tack, ein Motorrad vor mir, ein Motorrad hinter mir und einer mit Pfefferspray, der andere kommt mit Maske, ein Marokkaner, ich bin Algerier, ne? Also du musst dir vorstellen, wirklich Freundschaft müsste eigentlich da sein, ist aber nicht. Ja. Und dann hat der eine Pfefferspray raus, zack, der andere auf mich drauf, ne? Da hast du ja keine Chance. Ne? Ja. Helm drauf, bam, bam, bam. Das passiert ganz oft, dass wenn dich irgendwo andere Leute von anderen Vierteln dich sehen, dass sie dich attackieren, ja? Okay, okay. Ja. Ici, on arrive dans le cœur du quartier. Genau, wir sind jetzt hier im Herzen des Ghettos. Ja. Das ist sehr bekannt hier. Genau, hier einmal den Platz. Genau, hier verstecken die sich immer jetzt um diese Uhrzeit. Ja, ist noch relativ wenig los, ne? Ja. L'école pour les petits. Ja. Wir gehen jetzt einmal zu den Leuten von dem Bendo-Platz. Viele Leute kennen Bendo, das ist mit Griff. Bendo, das sagen die Amis, das sagen die Franzosen. Bendo ist der Platz, wo man Materialien herkriegt. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Genau. Aber hier sind die Türen auch abgeschlossen, ne? Oder? Sind alle offen. Doch, ja, alle offen. Oh, genau. Okay. Das ist hier Trend. Kicken das auch auf, weißt du, wenn da jetzt irgendwas ist, dann kicken das sofort auf, ja, ja, mit ihre Sachen da rein verstecken können. Ja. Hier hat einer trainiert für eure Fights, ne? Genau. Haben wir Kopfnüsse geübt. Also das ist hier sozusagen der zentrale Platz, ja? Hier positionieren sich immer, ne? Ja, und diese Leute sind natürlich auch sehr spät wach, ne? Und die zeigen sich dann natürlich auch versteckt, ja? Wechseln auf dementsprechend auch immer die Plätze etc. Wie du hier rüber sehen kannst, die ganzen Jungs sammeln sich schon. Und jetzt gibt es auf jeden Fall ein paar Fights. Mal gucken, ich bin gespannt. Aber ich weiß, dass die Jungs abliefern, Leute. Und ihr könnt gespannt sein. Wollen wir rübergehen? Genau. Also wir sind jetzt hier heute bei dieser Hood-Fight. Wie gesagt, ganze Quartier versammelt, Kämpfer versammelt. Die haben jetzt lange gewartet, sind heiß drauf. Jetzt geht's ab. Ich bin gespannt. Da ist der Sicherheitsmann, das heißt, wenn die Polizei kommt, dann pfeift er. Was geht ab, Leute? Ich bin Max Cameo. Wir sind heute hier in Straßburg. Und, ich präsentiere euch heute den ersten Kampf von Tronkin.
beiden Jungs werden heute ordentlich Gas geben. Ich bin schon sehr gespannt, weil das ist das erste Mal, dass ich hier bin heute. Und Jungs, ich erwarte von euch Qualität und Fairness. Ja? Gebt Gas, aber seid immer fair, Jungs. Hier sind die Fonds. Hier, ihr wisst Bescheid. Und hier. So, fairer Fight. Seid ihr bereit? Okay, fight! Okay, erste Runde Boxen. Fight! Los geht's. Fight! Mann, fight! Oh, gut, gut, gut! Pap! Pap! Wieder! Wow, runter! Pap, pap, pap! Und schießt und trifft! Okay, Leute, alle Kinder, Liga, Position, Liga, Position. Okay, fight, komm mal. War guter Fight, beide sind verletzt. Ich wünsche euch beiden viel Glück, Jungs. Gib Gas und go, come on. Auf den Treppen, come on. Komm, Jungs, gib Gas, komm rein, komm, let's go! Heute an die Kämpfer, weil es ist kalt, Leute. Und wenn es kalt ist, hast du noch viel weniger Luft. Das heißt, die Jungs müssen noch mehr Energie, noch mehr Ausdauer haben, um die Kämpfe überhaupt zu überstehen. Ne? Oh. Fight, meiner. Auf geht's, Mami! Fight, komm! Wow! Hey! Mami macht die Zeit! Jawohl!
Einer aus den Zuschauern, er hat einfach gesagt, ich will kämpfen. Er ist einfach spontan reingekommen. Respekt. Ja. Denk dran, nochmal fair, aber hart. Seid ihr bereit? Bereit? Okay, fight! Gib ihm! So! So läuft's hier, Portera. La Connexion. Alle verrückt hier. Alle. So Leute, das war voll hier, Respect of the Streets, mein Name ist Mike Cameo. Wir haben hier alle Kämpfer zusammen. Yeah! Ganz wichtig, beim Kämpfen geht es nicht darum, wer gewinnt, sondern darum, wer dabei ist. Und jeder, der hier kommt und sich auf diesen Asphalt stellt, ist ein Sieger. Deswegen will ich einmal von allen Applaus hören für alle Kämpfer heute. Oh! So Leute, das war unser Hood-Video hier in Straßburg. Wir haben noch geile Kämpfe gehabt. Und ich kann nur eins sagen, Respekt für jeden, der sich hier auf diesen Asphaltboden stellt und kämpft. Weil beim Kämpfen gibt es keine Verlierer, sondern nur Gewinner. Danke an alle Brüder, Dankeschön. Max, komm her! Yeah! 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 Ja, ihr wisst Bescheid. Checkt auf jeden Fall die Kanäle von den Jungs aus. Alles ist unten verlinkt, Leute. Wir sehen uns bei den nächsten Dingern. Folgt mir und den Jungs bei Instagram, TikTok, YouTube. Ihr wisst Bescheid. Max Cameo, ich bin draußen. Peace.